Herzlich willkommen zum vierten Tag unserer ökumenischen Bibelwoche. Wir wollen am Anfang wieder kurz beten. Herr unser Gott, hab Dank für dein Wort, hab Dank für deinen Sohn Jesus Christus, hab Dank für die Menschen, die du uns an unseren Lebensweg stellst und denen wir begegnen dürfen. Lass uns jetzt dir begegnen in deinem Wort. Amen. Der Text des heutigen Tages steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel, Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Jesus kommt in das Haus von zwei Frauen. Ob er allein kommt oder mit seiner ganzen Jüngergruppe, wird in der Geschichte nicht ganz deutlich. Auf jeden Fall scheint er mit beiden, Maria und Martha, vertraut zu sein. Und es ist wohl eine gute Begegnung, die sich hier anbahnt. Wir nehmen zwei unterschiedliche Frauen wahr. Martha wird gezeichnet als die Frau, der das Haus gehört. Sie lädt ihn in ihr Haus ein. Und sie dominiert, sie sagt, wo es lang geht, sie organisiert, sie macht sich viel Arbeit, sie zerreißt sich fast, um für das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Ich glaube, jeder von uns kennt Menschen, die so voller Energie wie diese Martha sind. Menschen, die immer etwas zu tun haben, die immer neue Ideen haben, die sprudeln vor Dingen, die sie gerne tun und wo ja ganz viel Energie rüberkommt. Maria ist anders gezeichnet. Sie wird als die Schwester von Martha eingeführt, also in zweiter Reihe abgeleitet von Martha. Und von ihr wird keine weitere Aktivität erzählt, nur dass sie da ist, dem Herrn zu Füßen sitzend, ihm zuhörend. Maria ist auch eine Person, wo wir Menschen kennen, die vielleicht ähnlich sind, die nicht sehr aktiv sind, vielleicht nicht so viel Energie haben, aber die präsent sein können, mit ganzer Person anwesend. Vielleicht fallen Ihnen sofort Menschen ein, die Sie eher dem Martha-Typ oder eher dem Maria-Typ zuordnen. Und vielleicht haben Sie auch sich selbst entweder in Martha mehr wiedererkannt oder in Maria. In unserer gegenwärtigen Zeit habe ich den Eindruck, dass die Martha-Variante die deutlich häufiger vorkommende ist oder die, die im Leben der Gesellschaft mehr wahrgenommen wird. Menschen voller Energie, die etwas tun, die etwas anpacken, die sind Vorbilder. Wenn jemand voller Energie ist, dann kann das ganz viel positive Energie sein, aber es kann auch die Schattenseite von Aggression haben. Die Maria-Typen kommen seltener vor oder sie werden nicht so wahrgenommen, weil sie viel leiser sind. Einfach präsent zu sein, das macht keine Schlagzeile, das lässt auch meistens nicht viel Aufmerksamkeit auf sich zu. Auch die Maria-Menschen haben eine Schattenseite,
dass sie nämlich dazu neigen, nichts zu tun, alles ergehen, sich ergehen zu lassen. Ich glaube, alle Martha-Typen unserer Gesellschaft bräuchten ein wenig von der Maria, die es fähig ist, einfach präsent zu sein, dem anderen, der anderen Person oder auch Gott gegenüber einfach zuzuhören. Und alle Maria-Typen unserer Gesellschaft, die bräuchten ein wenig mehr von der Martha-Energie, um aus dem, was sie ganz gegenwärtig wahrgenommen haben, auch etwas ableiten zu können, handeln zu können. Das Lied, was jetzt folgt, lädt uns ein, die Unruhe, die uns manchmal umfängt, die uns erfüllt wie die Martha, dem Herrn hinzuhalten und ein wenig wie Maria zu werden.